Prozessauftakt im Fall Mohamed Merah. Es handelt sich um das erste große Verfahren zu den islamistischen Terrorattacken, die Frankreich in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Die französische Presse spricht schon jetzt von einem historischen Prozess. Mohamed Merah hatte 2012 in Toulouse insgesamt 7 Menschen ermordet, 3 Soldaten sowie einen Lehrer und 3 Kinder einer jüdischen Schule. Vor Gericht steht der Bruder des Täters, Abdelkader. Ihm wird Beihilfe zum Mord und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Beides streitet dieser ab. Wird er verurteilt, droht ihm lebenslange Haft. Der 23-jährige Täter selbst starb im Kugelhagel, erschossen von französischen Spezialeinheiten, die seine Wohnung nach 32 Stunden Belagerung stürmten. Er will dem Terrornetzwerk Al-Qaida angehört haben.